Und damit ein herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Nach für mich mittlerweile wieder langer Zeit sind wir noch mal in der Aufnahme dran von unserem lieben neuen Projekt hier. Was heißt neues Projekt? Mittlerweile haben wir schon 31 Folgen aufgenommen über die Tour. Für mich sind jetzt knapp 2 Wochen, die dazwischen liegen zwischen den einzelnen Folgen. Jetzt zwischen der davor und der hier. Deswegen, ich habe mir die alte Folge nochmal angeguckt und wir haben damals Mr. Twopenny entlarvt. Und ich glaube, wir hatten auch noch festgestellt, dass wir als nächstes hier unten nur die Ivy-Mission machen können. Ich hoffe, ich habe die Namen noch alle nicht zu vergessen. Aufgrund von allem möglichen privatem Gedöns bin ich halt in letzter Zeit einfach dazu gekommen. Aber jetzt habe ich die Zeit und Bock. Deswegen geht los. Deswegen gehen wir uns hier unten zur Ivy-Mission. Vertrag ist Vertrag. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Ich glaube, wir laufen einfach. Oder wo sind wir denn? Da sind wir. Ja, wir laufen einfach. Also, sie ist da, genau da lang. Was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, während ich hier aufnehme, laufen ja die ganzen. Die ganzen Uncharted-Folgen mittlerweile kommen so nach und nach online. Und was ich da wirklich feststelle, ist doch, dass sich der ein oder andere dafür interessiert. Und ich fände echt geil, wenn ihr auch bei dem Projekt dementsprechend dabei wärt. Würde ich mich echt drüber freuen, wenn der ein oder andere mal einen Kommentar da lässt oder auch mal einen Daumen hoch. So, wie das halt jetzt auch bei Uncharted ist. Dann macht das nämlich auch einfach Bock. Jetzt komm schon darüber. Ja, der springt jetzt hier drauf. Aber jetzt beginnen wir jetzt erstmal zu der eigenen Mission. Ja, ich glaube, das war gar nicht so intelligent, sich jetzt hier über die Themse, über die Themse hier herzueiern. Ich glaube, wir wären besser gefahren, hätten, wenn wir einfach da rüber geritten oder hätten wir uns darüber teleportiert. Aber so können wir die Schmugglerware noch sabotieren. Fresse! Können wir noch was mitnehmen? Wie komme ich jetzt nur hier hoch? Kommen wir hier oben, wenn wir hier dran sind? Kann ich dann. Ne, kann ich nicht. Die ganze Themse damit ist doch schon mal extrem nervig. Ach, hallo. Also ohne Scheiß, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn hier das Projekt genauso geil laufen würde, wie das Uncharted-Projekt mittlerweile läuft. Weil darüber freut man sich echt zu dermaßen. Wir haben momentan, um auf den Zeitpunkt zu kommen, wo ich gerade aufnehme, wir haben momentan hier diese extrem heißen Tage im September. Und deswegen kann ich auch nur abends hier sitzen. Oder, das heißt abends, eher gegen späten Nachmittag. Sonst ist es einfach zu warm. Und die Schwimmbäder haben ja auch alle zu. Naja. Wir kommen hier dem Vertrag, ist Vertrag immer näher. Wollen wir noch mal gucken, was wir damit unser Ivy erledigen müssen. Wollen wir mal für Ärger sorgen. Wir sind ja mittlerweile schon echt gut vorwärts gekommen hier in unserer Geschichte grundsätzlich. In der Geschichte um unsere Zwillinge Jacob und Ivy Fry. Ivy. Wir kommen langsam, dann ist vorne ja immer näher. Und dem lieben, wie hieß er denn nochmal? Cedric? Ne, Cedric hieß der nicht. Starrick hieß der, Starrick, genau. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich die erledigen kann. Hier oben mussten wir hin. Vertrag ist Vertrag. Empfohlen ist Level 6. Ivy. Genauso heißt sie. Ivy besucht Southwark. Da haben wir auch unser lieben Herr Southwark. Ivy besucht Southwark, nachdem Jacob Pearl eliminiert und das Omnibus-Unternehmen zerschlagen hat. Genau. Pearl hatten die ja auch eliminiert. In ein paar Folgen davor, wer nicht gesehen hat, einfach mal ein paar Folgen dahinter gucken. Da haben wir nämlich ihr Busunternehmen zerstört, nachdem die uns mal schön an der Nase rumgeführt haben mit dem lieben Miller. Da wollen wir mal anfangen. Vertrag ist Vertrag.
Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Und jetzt sollen wir unseren lieben Bailey mal beschützen hier. Nehme ich an. Gut so. Vollgas. Schneller! Bewegung! Na los! Ja, wir sind zu langsam. Was soll ich denn machen, armes Pferdchen? Ja! Komm schon! Wie geht es dir? Schieß jetzt! Pass auf! Langsamer. Ach, scheiße. Wie war das denn mit dem Schießen nochmal? Konnte ich auch einfach so schießen? Und weg. Ganz genau. Zack. Die hätten wir erledigt. Na los. Komm, darüber. Gutes Mädchen. Und los geht's. Ey, hallo. Du sollst die Kutsche fahren. Komm schon. Nicht mitfahren. Gutes Mädchen. Oh. Fahren. Geht doch. Weiter so. Und jetzt mal zurück zur Omnibusfabrik. Sie sind weg. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden. Bailey. Keine Sorge. Wie ist erzählen Sie mir, was die Gleiters von Barbus Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibushersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika, vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. Nein. Da kommen wir nicht hoch. Ganz genau. Ruhig. Alter, wo fährst du denn hin? Was war das denn? Ruhig, Mädchen. Gut so. Wo hängt der denn? Gutes Mädchen. Wir müssen mal die Kutsche um die Ecke parken. Weiter so. Weiter. Alles gut? Hä? Ja. Warum fährt die Kutsche denn immer? Alter. Stehen bleiben. So ist recht. Alter, jetzt hör doch mal auf zu fahren, du Sackgesicht. Oh, Mädchen. Ganz genau. Jetzt bleib einfach mal hier, Mr. Kutscher. Ja, dann fahr halt weg, Alter. Hey,
So. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen. Lassen. Wo kommt er denn? Ich helfe dir. Jetzt haben wir dich. Hier, komm, jetzt kriegst du einen mit dem Stock. Dummes Sackgesicht. Nummer 1. Lass sie bluten. Komm, plündern. Die Pläne hatten wir schon mal. Hätten wir schon mal. Bin fast sehr, sehr mit dem Stock. Nice. Das war jetzt aber relativ einfach mit dem Vertrag. Ich muss erst mal noch ein bisschen reinkommen, dann kann ich wieder mehr dazu schwätzen und was weiß ich denn. Gut so. Muss immer so ein bisschen im Game sein. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen dauert, aber man muss sich immer noch mal ein bisschen einfinden. Hier war doch Miller's Company, die wir erfolgreich voll in die Luft gejagt haben. Geht doch da weg. Also, ich kann auch einfach aussteigen. Komm, weg da, Junge. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. Ivy muss ihm auch das retten, was Jacob verbockt mit seiner hautigen Funktion. Hab ich 12 Fähigkeitspunkte zum Verteilen. Ich habe 12 Fähigkeitspunkte mit der zum Verteilen. Junge, Junge, Junge. Wurfmesser kann man immer gebrauchen. Also mit Level 6 kann die auch neue Dinge erlernen. Und hier unten Chamäleon. 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 So. Da kann man uns nämlich nicht sehen. Im Schleichmodus X ist irgendwie unsichtbar. Ivy. Ivy. Wenn sie stillsteht. Ihre Fähigkeiten als Meister sind erlauben ihr förmlich mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Nur sehr nahe Gegner können sie dann noch entdecken. Von daher, das wird spannend. Und hier war Ivy kann... Ivy... Och, Mann, dieser Scheißname. Ivy kann doppelt so viele Moorfässer bei sich tragen. Ihre Messer richten außerdem wesentlich mehr Schaden an. Was war denn hier, hat sie noch? Einschüchtern braucht die aber eigentlich nicht. Hat die noch irgendwas Extras? Ne, ich glaube nicht. Plündern? Das hilft mir noch was. Wir müssen einfach mal ein paar Punkte noch raushauen hier. Brauchen wir noch beim Kämpfen? Ach, wir haben nur noch einen Punkt. Na, dann lassen wir das mal. Vielleicht können wir dann nochmal eine neue Waffe spendieren. Zum Beispiel hier, die Klinge. Was mit dem Stock? Ja, der Stock ist doch was für die. Den verbessern wir noch. Dann ist das hier Topstock.
Und dann machen wir uns hier auf den Weg mal zur nächsten Mission. Wenn wir sie denn finden. Ach genau, und hier in diese komisch Karl-Marx-Mission wollte ich auch mal irgendwann noch machen. Wo ist denn unsere nächste Mission? Ein Zufallsteck scheint aber noch irgendwas zu sein, deswegen machen wir da mal eine schnelle Reise hin. Ach ja. Jetzt ist das schön, wieder hier in dem alten London rum turnen zu können. Mit unserer lieben Ivy, oh, mein Gott, und dem Jacob. Aber ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt schon keine Mission mehr haben, dann sind wir ja schon wieder ziemlich am Ende von Sequenz 6. Und ich glaube, es gab nur 8 Sequenzen oder so. Das heißt, sie sind ziemlich nah am Spielende. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Das klingt irgendwie gar nicht nach dir. Wo ist ein Brief für Jacob? Ach hier. Sequenz 6. Aktiv, stumm auf die Bank. Genau, das war das nämlich. Nachdem Jacob dem hinterhältigen Plan von Paul Atterbay auf die Schliche gekommen war, eliminierte er sie und eroberte die Verbrennungskraftmaschine von den Templern zurück. Genau, das war noch auf dem Zug, haben wir das geschafft. Genau so war das, ja. Auf dem Zug haben wir die, haben wir nicht runtergenommen. Jacob stößt durch einen mysteriösen Brief auf eine Verschwörung, die Londons Goldreserven in Gefahr bringt. Während Ivy einen neuen Plan gegen Lucy Thorne schmiedet, um den Schlüssel zum Eden-Grabtuch zurückzuholen. Genau, und Lucy Thorne wollte doch unsere liebe Ivy aufhängen. Ah, ein solider Eichenstock. Sowas eignet sich nicht nur als Gehhilfe. Genau, da war doch was. So, ein Dorn im Auge. Die Lucy Thorne, genau, die wollte doch unsere liebe Ivy hier aufhängen und wollte dann, dass Jacob kommt, um die zu retten und wollte den dann fertig machen. Da freue ich mich doch schon drauf, wenn die jetzt gleich mal einen auf den Sack kriegt. So, Sequenz 6, ein Dorn im Auge. Erfundenes Level 6. Ivy und Henry suchen in ihren Büchern nach einer Zeichnung des Schlüssels, den Miss Thorne gestohlen hat. Ach genau, hier unser lieber Henry Green, war ja unser Assassinenbruder in London. Wollen wir nochmal gucken, was der für uns hat. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorne in derselben Zwickmühle. Henry... Mr. Green, hier, das ist es. Der passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Ivy? Ivy Fry, gar nicht Ivy. Da wollen wir noch mal ein bisschen Tower of London rumstöbern und mal gucken, ob wir da was finden. Übrigens, ich will mal schon ein bisschen anspoilern, nächstes Projekt, was wir hier haben werden, wenn denn mal Assassin's Creed durchgelaufen ist. Momentan läuft sogar noch Uncharted. Assassin's Creed ist bei mir nur auf Festplatte, bis jetzt die ganzen Folgen, die ich aufgenommen habe. Dann wird Fallout 4 kommen. Also wer da Bock drauf hat, kann sich schon mal freuen und sollte in der nächsten Zeit schon mal auf das vorbeischauen. Weil so viele Folgen gibt es, glaube ich, das ist Creed nicht mehr. Und dann fangen wir mit Fallout an. Aber zuerst jetzt hier der Tower of London. Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege.
Thorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Gut. Weniger als 5 königliche Wachen töten. Also sollen wir daraus eine geheimnisvolle Nummer machen. Ne, mit den allen wollte ich mich jetzt nicht knüppeln. Wenn die sich aber umdrehen, dann können wir schnell da hoch. Wir können ja schleichen wie sonst, von uns hört ja keine Sau hier mehr. Dafür haben wir uns so Lucy mittlerweile ausgerüstet. Zuerst sollen wir uns hier mal zum Aussichtspunkt begeben. Den hätten wir schon mal erreicht. Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys! Halt! Who comes there? The keys! Whose keys? Queen Victoria's keys. Hers! Queen Victoria's keys! All is well! Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es! Lasst mich los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme! Das werdet ihr büßen! So. Lucy Thorn eliminieren. Endlich kommen wir zu der netten Dame. Das Gebiet erkunden. Gelegenheiten identifizieren. So, wir haben endlich hier die Möglichkeit, die verbündete Wache zu finden. Um dann halt die Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat zu haben, werde ich ja oft wähle. Unterstützungsgelegenheit vom Konstable. Ja. Oder eine Infraktionsgelegenheit. Heute klappt das irgendwie nicht mit den Wörtern. Es mag mir verziehen sein. Wir haben hier, glaube ich, in dem Zimmer gefühlt 30 Grad. Infiltrationsgelegenheit vom Chief Joeman. Ich würde sagen, einfach, weil ich gerne immer mache. Wir nähern uns der verbündeten Wache an und gucken mal, was die und wie die uns weiterhelfen kann, um dieses einzigartige Attentat auszuführen. Nur, damit sage ich erstmal, das war's für die Folge mit Assassin's Creed Syndicate. Wir haben uns diesmal immerhin hier schon noch den Vertrag ist Vertrag geholt, um langsam wieder eine Company im Sinne der Omnibusse in London aufzubauen, damit diese drei netten Herren da auch die Möglichkeit besitzen, da wieder Busse herzustellen und der liebe, wie hieß er denn jetzt nochmal, Bailey, genau, nicht mehr verpflichtet ist, diesen komischen Blighters da diese Busse zu bauen. Also, das wollen wir ja nicht. Und dann sag ich mal, in der nächsten Folge werden wir hier unsere liebe Lucy Thorn eliminieren. Wenn ihr das denn verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Würde ich echt darüber freuen. Lasst doch mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, freue ich mich auch echt drüber. Bis zum nächsten Mal, euer Numeano.